Dieses Kapitel beinhaltet die Werkstattabrechnung sowie den Punkt Mein Werkstattauftrag. Wir schauen uns die Werkstattabrechnung mit einem vorbereiteten Beispielauftrag an. Dafür gehen wir Werkstattaufträge und öffnen uns den Werkstattauftrag. Dieser wurde schon mit der Rechnungsvorschau kontrolliert. Um eine Rechnung zu erstellen, drücken wir auf den Button Rechnung erstellen. Es öffnet sich automatisch Mein Werkstattauftrag. Hier werden die eingetragenen Arbeitswerte den gestempelten Zeiten der Mechaniker gegenübergestellt. Wichtig ist hier, dass die eingetragenen Arbeitswerte den einzelnen Mechanikern zugewiesen werden. Dies erfolgt mittels Klick auf die Schaltfläche Ermittle spezielle Ressourcenzuordnung. Dies haben wir jetzt durchgeführt. Als Kontrolle kann die zugewiesene Zeit in der Zeile ohne Ressourcenzuteilung nochmals überprüft werden. Dies muss auf 0 sein. Weiter sind in diesem Register alle Mechaniker aufgelistet, die auf diesen Auftrag gestempelt haben. So kann die Effektivität pro Mechaniker kontrolliert werden. In diesem Register werden die Summen kontrolliert. Passt alles, drücken wir auf OK, um mit der Rechnungserstellung fortzufahren. In diesem Fenster drücken wir Rechnung buchen. Dadurch wird Rechnung drucken automatisch mit aktiviert. Hier klicken wir OK. Und danach klicken wir noch auf Drucken. Okay, und die Rechnung wird ausgedruckt. Der Werkstattauftrag ist nun nicht mehr offen und ist im Belegarchiv zu finden.